Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch. Zack! Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von, oder einer ersten Folge von der Insel. Hallo, na? Hallo, na du alter Typ? Oh, wir sind schon auf Krawall gebürstet hier. Mach, dass du wegkommst! Ja, ich bin ja schon weg, Möchtest du den Hasen behalten? Nein. Hey, sag mal, bist du... Tut mir leid. Das war das Huhn. Das Huhn hat dich mit dem Ei beworfen. Ich wollte dir gerade was bauen, aber du hast dir meine... Hör auf! Ah. Hör auf! Marie, ich stürze, ich breche mir sonst was. Ey! Egal. Ey, du jetzt töte mich doch nicht, bitte! Komm wieder her! Komm her, ich hab Schokolade. Wo bist du? Blaue Blumen. Habe ich leidenschaftlich gerne in Ameisen Freunde gesucht. Und zwar habe ich... Klingt ein bisschen traurig. Ja, es ist auch durchaus traurig. Habe ich für Ameisen aus Pappe und Papier so Hotels gebaut. Also quasi so eine richtige Zivilisation mit Hotels und einer kleinen Disco und sowas. Und dann sind die da aber nie reingegangen. Und dann war ich so wütend, dass ich Gott gespielt habe. Und dann habe ich Deo geholt. Und habe aber dann natürlich... Liebe Peter, ihr müsst jetzt nicht ausrasten. Nur die Bauwerke abgefackelt. Hallo. Dann haben wir hier eine Zeichnung. Und die ist wirklich ein Ding voller Überraschungen. Übrigens Matthias Reim im Krankenhaus. Däumchen drücken. Hat irgendwas mit dem Herzen. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Oh, ist das, ich sehe gerade, dass es gespiegelt ist. Ein Swinging London Playboy Full Body Shower Gel und Shampoo. For him. Geil. Für E-Doppel-R Bergmann Doppel-N von E-Doppel-E. Wie ich es auch schon bei Minecraft leben. Leben. Und was viele ja nicht wissen, ist, dass Dari und ich eine eigene Band haben. Ich an der Mundharmonika, du an der... Posaune, genau. Und da haben wir quasi dann ja, regelmäßig früher gejammt beim Wattwandern auf Sylt. Ja, aber einen Bandnamen hatten wir, glaube ich, damals auch schon nicht. Wir würden jetzt auch so eine Band immer einen Namen. Ganz die ehrlich. Band ohne Namen. Das, die gibt es ja, schon, ne? Die Band ohne Namen. Die gibt's schon, ja. Vielleicht sind die ja schon tot. Vielleicht haben wir den Namen erben. Ich hoffe es. Deswegen eure Fragen an. Hä? Du stehst plötzlich neben mir. Hä? Ich bin mitten auf dem Wasser. Du kannst. Hä? Was? Du, das guckst du mich gerade an. Klon? Der Klon? Ist er zurückgekehrt? Jetzt bist du wieder weg. Okay, ein bisschen creepy gerade gewesen. Ich hatte mir etwas Wunderbares überlegt. Und zwar könnte man doch einfach mal einen geilen Puff bauen. Geil. Hast du kein Eisen? Das Selfie steht ein Schild, auf dem steht, du bist so gut wie tot. Von wem das wohl kommt? Oh Gott, meinst du, er ist hier? Du weißt genau, wen ich meine, Manu. Nein, sprich seinen Namen nicht aus. Ah, nein, was mach ich denn? Ich mach... Du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass du eigentlich eine Superheldenkraft hast. Ja. Und damit muss man halt auch manchmal für das Recht und die Ordnung manchmal Leute hinrichten. Mit der Arschcreme. Ja. Okay. Mit Arschcreme, ja. Ich wollte dich trollen. Pranked! Weißt du, was da mit Leuten wie dir gemacht wird? Was denn? Naja, die werden... Da wird dir richtig die Arschcreme rausgepresst. Die nehmen dir den Gameboy weg. Und du darfst nicht Sandmann abends gucken. Du musst immer so Dokus gucken. Und Talkshows. So Hart oder Fair und sowas. Ja! Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Selfie frisst Scheiße. Mann! Okay. Mann! Superhero! Oha, oha. Was habt ihr so für Erfahrungen mit Superhelden? Ich bin selbst einer. Man kennt mich als Arschcreme-Man.
Darf ich fragen an dieser Stelle, was deine Superkraft ist? Ich rette Menschen mit Hilfe meiner Arschkrähen. KZ-Man. Oh, hab vergessen zu. Das ist auch ein Superheld. KZ-Man! Was ist das? Okay, wo hey, ich bei mir lädt's. Ah, jetzt. Sollst du, ja, schön, so ein fliegender Ronald McDonald. Nice! Hier nochmal, langer Lümmel 334. Ich habe noch ein kleines Problem. Hier sind ein paar Journalisten jetzt, die hier aufgetaucht sind und dann dauernd Fotos machen von der Kinderleiche. Vielleicht kannst du nochmal kurz vorbeikommen. Und, warte mal. Ich habe hier, glaube ich, eine kleine Entwicklung. Ich bin hier gerade mitten im Central Park und hier ist eine riesige Panik ausgebrochen, eine Hysterie. Und warte mal. Entschuldigung. Können Sie das bitte runternehmen? Ich bin jetzt gerade an Bord der Boeing 343 Flug 337. Ich bin hier gerade geflüchtet mit den letzten Überlebenden aus der Stadt und wir werden jetzt den Weg weiter nach Hawaii. Moment, hier gibt's irgendwie eine kleine Entwicklung. Ich muss sofort das Flugzeug verlassen. Ich habe das Flugzeug schon verlassen, bin jetzt gerade in der Luft und habe mir einen Fallschirm snacken können. Moment. Okay, bin jetzt auf Landeanflug Barcelona und Moment mal. Da gibt's eine kleine Entwicklung. Komm. Aber lustig, dass ihr beide Eis seid. Das ist richtig, das ist richtig lustig. Ich tweet schnell. Ja, warte. Ich prank die Welt, okay? Okay, wir prank sie. Wir sind beide Eis. Oh Mann, Alter. Ey, also die Leute werden so geprankt von uns. Ja. Und eine 6. Woo! Hab mich nie gefreut in dem Part. Bowser fällt 3 zurück! Hex! Warte mal, was? Hey, du verwendest so viele Großbuchstaben? 1! Du hast mir gar nichts zu sagen! Mein Handy klingelt. Das ist blöd. Eigentlich müsste ich rangehen jetzt kurz. Was für eine Chaosfolge! Aber ich kann nicht. Es geht nicht. Nutze die Macht hier, oder? Versuch es mit deiner Macht. RPG Maker VX Ace, unserem kleinen Videospiel. Hi! Let's get out of here! Oh Gott, oh. Nein! Was machst du? Dario, bist du sicher? Ja, ich bin noch alles für. Oh! Aber das könnte leider, wird das nichts.